11. Ja! Marienbäume, 40.000. Sind wir drauf? Hallihallo und herzlich willkommen zur Gamescom 2011. Das ist unser erstes Video. Wir haben nämlich ein Spiel schon gespielt. Unglaublich. Und man sieht es hier. Es ist Warhammer 40k Space Marine. Lass sie doch durchlaufen. Ist doch nicht schlimm. Hallo Schmettes. Wie hat dir das Spiel gefallen? Was haben wir überhaupt gespielt? Und wie haben wir es gespielt? Wir haben gespielt Warhammer 40k Space Marine. Ein Third-Person-Shooter. So à la Gears of War. Darf man ja jetzt sagen. Vorher durfte man es nicht sagen. Jetzt darf man es ja sagen. Und ja, saugut. Ist gekauft. Wir haben aber nur Multiplayer gespielt, muss man sagen. Weil... vom Multiplayer aus gesehen verstehe ich jetzt nicht, warum das ein 18er Titel ist. Nee, weil Blutspritz jetzt keins, weil man ballert ja nur auf diese Blechtypen rum. Da steckt zwar Blechbüchsen, da steckt zwar ein Mann drin, aber ja, aber es spritzt kein Blut in dem Sinne, ne? Aber ist ja wurscht, wir sind über 18, also von da an, kaufen wir einfach. Ja, das war wahrscheinlich nur wegen den tanzenden Frauen da drin ab 18 der Eintritt. Aber das Spiel an sich, ja, man läuft halt mit diesen Marines rum, ja, diese Space Marines, Blechbüchsen. Bang, 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 bang. Die irgendwie 3 Meter groß sind. 3 Meter groß und haben so Wummen. Dun, dun, dun. Und sobald du also, über eine Klippe läufst, bist du Bombs auf dem Boden. Genau, Gravity Bomb. Zelda, diese Metallschuhe hast. Bombs. Ja, du kommst dir richtig fett vor, das ist sehr, sehr lustig, ja. Die zwei, er war dem einen Team Erster, er war dem anderen Team Erster und ich war auf dem anderen Server Erster. Also Erfolg macht natürlich ein Spiel auch immer geil, ja. Wer weiß, was da drin jetzt für Rätsel Leute gesessen haben, aber wir haben die auf jeden Fall richtig... Ja, das vom Spielmodus war das Übliche, wie man es vom Battlefield kennt, dieses Punkte einnehmen. Mit Capture Point, ja. Ja, Capture Point und dann Punkte sammeln. Hat Spaß gemacht. Es gab 3 verschiedene Armor-Klassen. Genau, 3 verschiedene, also verschiedene Charakterklassen. Genau. Es gab diesen Heavy, dann so einen normalen Soldier und so einen Extremili, ne, mit Kettensäge und... Ja. Er hatte dann so 2 spezielle Nahkampf-Angriffs-Moves und... Du kannst halt auch verschiedene Klassen freispielen. Ja. So, ne, also ich hatte jetzt standardmäßig diesen Assault-Mann. Da wollte ja Jörg Langer wieder durchs Bild laufen. man kann dann irgendwie noch, ich habe dann später noch einen anderen freigeschaltet, man steigt ja auch im Level auf, sammelt XP und kann dann wahrscheinlich auch noch Fertigkeiten oder bestimmte Gegenstände mitführen oder so. Also ist sehr cool. Ja. Hat Spaß gemacht beim ersten Anspielen und die Vollversion wird sicherlich mal ausgecheckt werden.